Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Ultramond. Im letzten Part haben wir Torheido bekommen, um Richtung Team Skull-Basis zu schwimmen. Und ich mache mich gerade auf den Weg dahin. Und ich hoffe, dass ich den richtigen Weg nehme und einfach hier nur oben entlang surfen muss. Nehme ich jetzt Lapras? Nein. Warte mal. Nach oben? Nach oben war richtig. Okay. Okay, wo muss ich entlang schwimmen? Muss ich links rum? Ich glaube, ich muss links rum. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere nützliche Wasser-Pokémon oder coole Wasser-Pokémon, was wir auch fangen würden. Und, das wir dann auch vielleicht nutzen können später, falls wir mal ein Wasser-Pokémon brauchen. Finion. Habe ich schon mal gefangen. Tatsächlich. Deswegen hau ich jetzt einfach mal ab. Mein Why Not? Why Not? Gehen wir mit Torheido einfach mal Richtung Team Skull Basis. Nehmen dieses Sternstück hier noch mit. Und gucken mal, was hier so uns entgegenkommt. Außer ein paar Trainer, die ich jetzt einfach mal ignorieren werde. Wieder ein Finion. Wenn es nicht immer nur die Fische wären. Ne? Immer nur diese langweiligen Fische. Ich bin echt kein Fan von diesen Fisch-Pokémon, ich weiß nicht. Ich finde die immer langweilig. Ich fand Goldini auch schon immer langweilig. Oh, das wird ein großer Stein. Jawoll. Sternstaub. Sternstück hat mehr Geld gegeben, ne? Oder wie war das? Nee. Okay, hier ist kein Item. So, einmal Ander. Oh, das ist ein Trainer. Oder? Ja, okay. Nochmal ein Item. Die Trainer ignoriere ich jetzt einfach mal alle. Auch wenn ich die EP gut gebrauchen könnte. So. Hallo du. Hast du was für mich? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Was ist los? Dieses Stami hier, ein Pokémon der Kategorie Mysteriös, ist mein Ein und Alles. Es ist völlig besessen davon, Wettbewerber auszutragen, bei denen man sich so lange anstatt bis einer blinzeln muss. Seit einer geschlagenen Woche geht das schon so. Ich will endlich nach Hause, doch solange es niemand gelingt, Stami im Anstand zu besiegen, kann ich mir das wohl abschminken. Aber Fleckmon blinzelt nicht, glaube ich. Man hat doch gar nicht geblinzelt, oder? Ich kann deinen Triumphschrei langsam nicht mehr hören, Stami. Lass uns endlich gehen. Das ist immer noch nicht genug. Irgendwo muss es doch ein Pokémon geben, das Stami schlagen kann. Ein Pokémon mit der Attacke Spaßkanone könnte Stami in einem Winterschlag zum Blinzeln bringen. Aber Stamis blinzeln doch. Die haben kein Auge. Die haben doch kein Auge. Unbedingt. Zeig mir deine Sandburg. Muss ich jetzt kämpfen? Tatsächlich. Gegen Sankabu. Warum? Ich hab doch schon gesehen, dass es ein Sankabu ist. Es ist wild. Hab ich Sankabu schon gefangen? Nein. Ich nicht. Warum wertest du einfach die Attacke ab? Hör auf damit. Hörst du? Fuck. Ich will es doch nur einschläfern. Danke. Nur ist Trugschlag geht nicht. Als Psychoklinge. In der Vermutung, dass ich zu stark bin. Okay. Find's
Wechselball, nein. Nehmen wir einfach einen Hyperball. Das sollte klappen. Nice, Sankabo gefangen. Sehr gut. Noch ein weiteres Geist-Pokémon in meinem Besitz. Das ist, glaube ich, Geist-Boden, ne? Oder? Ja. Lässt man beim Spielen gebaute Sandhaufen zurück, kann es vorkommen, dass sich eine Seele dort einnistet und ein Sankabu entsteht. So, ab in die Box mit dir. Ach Menno, dabei wollte ich doch dazu... Wollte ich dich dazu bringen, noch mehr Sand für meine Sandburg zu sammeln? Was soll's, es gibt ja noch viele andere Opfer hier am Strand, die ich dafür einspannen kann. Was ist das für ein komisches Kind? What the fuck? Creep. Oder Geist, keine Ahnung. Runde 16 und wir haben hier wieder ein Poké-Center. Sehr nice, gehen wir mal rein. Gibt's hier... Ich rede mit dir. Kumomilch ist mein Elixier. Lass eine rüberwachsen. Ich will Kumomilch. Ich mache ja keine Faxen. Was willst du hier? Yo, du bist nicht mein Bro. Am Kaffee hast du nichts verloren. Geh dir woanders was holen. Dein Durst ist mir einerlei. Erstmal musst du an mir vorbei. Klar, komm. Warum nicht? Wenn der hier Stress macht, kriegt der erstmal aufs Maul. So, Team Skullrüpel. Nur einem Pokémon immer noch. Unratytox. Ein Gift-Pokémon. Okay. Unratytox. Wir machen jetzt einfach mal Gegenstoß, weil ich nicht weiß, wie schnell es ist. Okay, es ist nicht schneller als ich. Hätte ich mir auch denken können. Eigentlich. Ah, Matschbombe. Matschbombe tut immer so weh. Wieso mache ich nicht Psycho? Ich bin auch ein Held. Weißt du? Warum mache ich nicht einfach Psycho? Das ist doch effektiv. Ich bin so ein Held in dem Spiel. Auch in meinem Bauch rumort ist, als würde ein Battle Royale drin abgehen. Ey yo, beim nächsten Mal schicke ich dich auf die Bretter. Kumomilch ist voll lecker. Kriege ich jetzt eine Belohnung von Kumomilch, Mann. Mit Kumomilch ist es wie mit allen anderen. Wenn man nicht Maß hält, schlägt es einen auf den Magen. Lass dir davon aber nicht den Geschmack verderben. Diese Kumomilch geht aufs Haus. Jawohl. Auch Pokémon trinken nur so viel, wie ihnen bekommt und hören rechtzeitig auf. Ja, ja, schlau Tierchen. So, will hier irgendjemand was? Klar doch. Knackrack möchtest du haben. Okay. Du hast neues Stuff, oder? Ja, sehr gut. Warum bist du hier eigentlich alleine? Davon haben wir genug, davon haben wir auch noch ein paar. Eisheiler, Topschutz, bla bla bla. Okay, brauche ich nichts von. Let's go. Ein Rotom schläft schon wieder. Alola Nephias, Alola Rotom. Mindestens einmal pro Tag möchte ich dich ordentlich begrüßen. Das hebt sofort die Laune. Bist doch fertig, Rotom. Gib mir ein EP ab. Nein, Fangmorgen. Okay. Wenn's sein muss. Nee, Schutzbaum. Hä? Hat Fangbaum nicht die gleiche, das gleiche Ding? Na gut. Pandierparade hier. Hier kommt man durchkrabbeln, ne? Ich erinnere mich. Oh nö. Willkommen in meiner Geheimbasis. Sie ist so geheim, dass du sie nicht sehen kannst, obwohl du mittendrin stehst. Wenn du mich besiegst, verrate ich das Geheimnis. Das Geheimnis ist die TM, die da hinter dir liegt und die möchte ich haben. Vielleicht? Das wäre cool. Weißt du? Das wäre schon ziemlich nice. Mimikyu? Mimikma? Ich sag Mimikyu? Kann ich mir irgendwie besser merken als Mimikma? Ich weiß nicht warum.
Okay. In your... Ach ja. I remember. Okay, jetzt aber. Mein Angriff sinkt. Nein. Sollte aber immer noch reichen. Nein. Oh mein Gott. Ist ja schrecklich. Jetzt aber. Wieso hast du eigentlich ein Mimikma? Ich will auch ein Mimikma haben. Einfach nur, weil es cool ist. Sander. Es ist schön, dass du Stahlattacken lernst. Wie wär's mit Eisattacken? Habe ich TMs mit Eisattacken? Ich muss mal gucken. Ich habe dich nicht mitgenommen, damit du nur noch Stahlattacken lernst. Du bist nicht Stahl-only. Was ist das Geheimnis? Dass es sie noch gar nicht gibt. Ich muss sie erst bauen. Ja, toll. Das ist ein tolles Geheimnis. Kreuzschere. Hey, Akku kann das schon. Brauche ich nicht. Okay, gucken wir mal in dem Beutel nach Eis-TMs. Da. Stahlflug, Elektro, Unlichter, Feuer. Feuer? Ach ja, Nitro-Ladung. Nein, keine Eis-TM. Das ist nicht gut. Okay. Ah, wow, ich habe das Gras einen Millimeter angeschnitten. Das ist ja voll schlimm. Ach, Mango Spector laufen hier rum. Okay. Will ich das haben? Eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht. Hier weg mit Lehmschelle. Nein. Ugh. Oh no. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, Gott sei Dank. Kann ich ihn nämlich schnell fertig machen? Was? Auf meine Genauigkeit zu senken. Hör auf damit. Sehr gut. Senkt er einfach meine Genauigkeit und geht mir damit auf den Sack. So. AP Plus. Das ist ein Trainer. Das sind ganz viele Trainer. Was ist hier drin? Ah, oh, ich muss das Vulpix noch besuchen. Das arme Vulpix, das ich die ganze Zeit nicht besucht habe. Sinon Dexio. Zigarde. Ah, hier ist das mit Zigarde. Okay. Garde ist hier. Ich habe noch gar keine Zigarde-Sachen gefunden. Ist das hier anders in der Edition? Oh, Koriogel habe ich auch noch nicht einen gesehen, ne? Ich war auch nie auf diesen Blumenwiesen. Voll krass. Mit Zigarde, da hat man doch mal diese DNA gefunden. Apropos Blumenmeer, das ist das erste. Es gab noch eins, glaube ich. Ne? Auf der ersten Insel gab es so das in Gelb. Wenn das nicht Nefest ist, wohin das Weg ist, wenn ich fragen darf? Zu Team Skull. Team Skull, du willst nach Po'u, wo diese Rübler rumlungern? Diese unmöglichen Taugenichtse. Sie haben nichts Besseres zu tun, als Pokémon übel mitzuspielen. Wenn ich nur wüsste, wie diese Lumpen unter Kontrolle zu bringen sind. Ich hingegen, ich suche persönlich alle Teile Alolas auf, um nach dem Wohlergehen der Pokémon zu sehen. Auch über das Pokémon-Problem mit Necrozma zerbreche ich mir ganz allein den Kopf. Wieso habe ich da Pokémon gelesen? Findest du nicht auch, dass jemand wie ich, der so viel Engagement hat, sich perfekt als Präsident eignen würde? Was rede ich da? Ein Kind. Ich meine, ich warte nicht, dass du verstehst, was ich damit sagen will. Wie dem auch sei, ich kann dir nur raten, Team Skull aus dem Weg zu gehen. Nervensägen. Alles Nervensägen. Hier kann man wieder Fotos machen.
ist da. Hallo? Haben wir noch mehr? Nur den da hinten. Gut, dass ich zoomen kann, wa? Es hat sich gefreut, aber es hat mir nicht mehr Punkte gegeben. Freu dich. Freu dich. Es hat sich gefreut, aber ich konnte es nicht ausmachen. Oh, da musste ich kurz season, ey. Gut, dass ich das Mikro kurz leise drehen konnte. Okay, da hat sich's auch nochmal gefreut. Man sieht so nicht. Das ist das Problem. Wahrscheinlich, weil es zu klein ist. Es gibt schon Kommentare. Ich kann nichts sehen. Ja, genau. Das denke ich mir nämlich auch. Okay. Gehen wir einfach weiter. Auch wieder alles voll mit Trainern hier. Da ist es dicker im Wasser, WTF. Möchte ich ein rotes Koriogel? Eigentlich nicht. X-Spezialverteidigung, ja, danke. Ich habe irgendwie gerade keinen Bock auf Trainer, merkt man das? Ich weiß nicht warum. Ein Zitterorb. Okay. Und Koriogel. Würde mich wundern, wenn was anderes kommt. Wild erscheint. Will ich aber, glaube ich, fangen, weil ich hatte noch keins. Also noch nicht mal eins gesehen. Ist es schneller? Irgendwie sind alle nicht schneller als ich. Please no, Verwirrerino. Please no. Gewalter. Obwohl, er ist Flug. Ist ja dumm. Uffels. Uffels sollte da gut was ausrichten können. Nicht sehr effektiv, sieht aber anders aus. Holy shit. Könnte ihn jetzt killen. Ah, ist so geschreckt. Dann machen wir es so. Dann ist es vielleicht besser. Alter. Uffels, wir gehen jetzt ein Risiko ein. Wenn es wieder ausbricht, hast du ein Problem. Du hast ein Problem, Uffels. Es tut mir leid, Uffels. Es tut mir leid. Packen wir Gewalter nochmal rein. Mir fällt nämlich gerade ein. Gewalter ist ja kein Flug. Eigentlich sollte Flug ihm nicht so viel ausmachen. Und Hutschlag. Ach so. Natürlich hast du Ruheort. Natürlich. Es kommt kein Koriogel, obwohl diese ganze Wiese voll ist mit den Viechern. Das ist ja irgendwie unglaubwürdig. Oh, hör auf mit Taumeltanz, Mann. Bitte, Gewalter, zieh's durch. Ja. Bitte nicht wieder Ruheort. Spezialangriff sinkt. Das ist mir egal. Hyperball. Ist das dein Ernst? I mean, for real? For real? Muss ein ganz schönes Missstück sein, wenn keine Pokémon kommen bei dir. Ich benutze mal einen Fangbaum.
So, Wahrscheinlichkeit, Pokémon zu fangen, wurde erhöht. Das tut fucking weh. Ist Flug gegen Flug effektiv? Nein, warum tut das so weh? Das wahrscheinlich nicht resettet wird. Solange das eine Oh, das ist jetzt wieder kacke. Ey, immer habe ich irgendwas, was gegen Flug dann... Pflanze ist auch flugschwach, oder? Ja, nein, ist es nicht. Ah, ist sogar gut gegen Flug. Nein, ist es nicht. Ja, es ist schwach. Bullshit. Ich hab voll die Flugschwäche. Schrecklich. Eis wäre gut. Dein Ernst, das Koriogel macht keinen richtigen Angriff. Das macht Ruheort. Ernsthaft. Ist es dein Ernst? Was passiert denn jetzt? Nephias hat Probleme mit Koriogel. GZ. Nehmen wir mal Akku. Auch schwach gegen Flug, aber... Mit Elektro. Hör auf, wozu prügel ich dich auf ein KP runter, wenn du deinen Ruheort benutzt, Mann? Weißt du, wenn ich es nicht fangen wollen würde, wäre ich schon wieder fertig. Und dann so ein Scheiß. Es ist immer das Gleiche. Ist nur One-Hitterino. Danke. Ja! Ach, ey. Ihr seid anstrengend. Tänzer ist anscheinend eine super intelligente Fähigkeit. Ey, Schnauze voll. Ich flüchte. Das wird zu blöd. Flucht gescheitert? Hau dich bitte selbst. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Ich fliehen. Ich komm nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Gott, der mit Sandan raus. Du kannst die Flugattacken nicht tanken. Du machst zwar mit Stahl nicht viel Damage, aber... Alter, Alter! So. Box ist weg. Attacken mit Genesungsfähigkeiten. Pokémon mit Genesungsfähigkeiten sind das Nervigste auf der Welt. Als ob! Macht ja gar kein Damage. Danke. Fucking Koriogel. Lass mich hier raus. Danke. Oh mein Gott. Ich bin auf jeden Fall hart. Kacke gegen Flug. So.
Belebere euch auch mal raus. Ist ja schrecklich. So. Sind wir wieder dabei. Ich gehe aus diesem Feld hier raus. Das ist echt schlimm. Bitte kein Trainer. Bist du Trainer? Nein. Okay. Sonnenkreissee. Ist das der Ort, wo wir später... Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Da brauche ich noch gar nicht reingehen. Der ist hier am roten Blumenmeer. Okay. Schnell hier raus. Choreogels sind anstrengend. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Hier ist Team Skull am Start. Kann ich an dem Schild vorbei? Danke. So. Ist das die Polizei? Ja. Und was willst du hier? Okay. Ach ja. So, erstmal den Sticker abziehen. Stimmt, hier war alles voller Alola-Morzis. Okay. Nehmen wir die Skull-Typen. Das machen wir alles im nächsten Part. Ich guck nochmal eben hier schnell. Ich könnte auch... Oh Gott, ich bin durchs Gras gelaufen. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe schon irgendwie oben geguckt, ob da irgendwie was liegt oder ob ich da langkomme. Mango Spector ist jetzt nicht so interessant. Fängt an zu regnen. Lass mich gehen, bitte. Dankeschön. Gut, ich würde aber sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir dann uns in die Basis von Team Skull begeben. Auf die Limonade mitnehmen. Kann ich hier... Habe ich Tauros noch drin? Ja. Okay. Okay. Ja, im nächsten Part machen wir weiter. Ich gehe mal runter vom Tauros. Links oder rechts, Kacke? Rechts. Links war richtig, oder? Nestball? Ich hasse sowas. Links. Verdammt. Machen wir den nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.